Jo, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Bautopia. In der letzten Folge habe ich ja hier diesen nicen Speisesaal gebaut, ja, mit meinen VIP-Plätzen da hinten. Und heute überlege ich noch, ach, ich habe euch ja noch was zu zeigen. Ja, weil ich habe hier nämlich, ich brauche mal kurz das Fadenkreuz so ein bisschen, hier hinten doch den Fireplace weggemacht und da ein Klo hingemacht, ja. So. Ach, aber ich habe hier gar keine Fackeln hingemacht. Was ist das denn? Light. Was gibt's denn hier so an Light-Dingern? Light Detecting Fixture. Meine Fresse. Was haben wir noch so? Hier, Light Candle. Kann ich die hier hinstellen? Oh, guck mal, da, nur da? Ach klar, da muss ich die da hinstellen. Machen wir da die Candle hin. Weil hier unten ist nämlich das Klo. Ja, hier Waschbecken, Seife, Handtuch, so Papiertücher. Ne? Und hier ist dann das Scheißhaus. Geil, oder? Schon nice, das Ding. Aber dafür brauche ich mal eben noch so eine andere Kerze. Heißt das Ding Candle? Jawoll. Ich mache hier mal ein bisschen auf Nobel, so, ne? Ach, scheiße, kann ich ja gar nicht hinstellen. Dann stelle ich das Ding aber lieber hier hin. Hier so eine goldene, ne? Und Kenftel macht natürlich keinen Sinn. Ne? So, was haben wir denn hier? Was ist das denn? Candleberry? Spider Candle. Aha, okay. Ne, dann mache ich hier mal diese Candles hin. So schön zum Kacken hier eine, damit man auch alles sehen kann. Und hier muss natürlich noch eine Door rein. Und was ist eigentlich Paperblock, Door-Shaped Paperwall? Ja, schön. Also habe ich leider nur die hier. Und ich müsste eigentlich mal gucken, dass ich vielleicht den Carpenters-Mod noch hier reinkriege. So, kriegt man direkt Hunger hier, ne? Aber hier fehlt doch noch irgendwas. Hier fehlt doch noch der Turkey. Habe ich das letzte Mal gar nicht gemacht, oder was? So, noch ein Turkey dahin und noch ein Bier. Ah, da passt nichts. Okay, der ist natürlich auch falsch da. Und ich werde mich heute mal einem Teil der Stadt widmen, die hier unten ist. Ich habe nämlich hier schon mal grob weitergebaut. Also das sind später so ein bisschen die Anordnung der Häuser. Hier soll ein Marktplatz entstehen auf 2 Etagen. Und hier kommen dann natürlich so die Wohngebiete hin. Und hier dann später die Anbindung an den Tempel. Ne? Und hier habe ich quasi schon mal das Gasthaus gebaut. Ist natürlich bei weitem noch nicht fertig, weil hier müssen natürlich noch Doors rein. So, weiteres Projekt ist natürlich auch hier die Schenke, ne? Die kommt dann hier rein. Da kann ich eigentlich schon mal das hier zumauern. So, und hier ist natürlich... Kriege ich die hier drauf? Natürlich nicht. Und hier ist dann das Gasthaus. Muss ich von innen natürlich noch fertig machen. Aber prinzipiell ist es schon mal von der Form her da. Hier geht dann die Treppe rauf. Zeige ich euch gleich alles. Das machen wir mal so, damit es sexy aussieht. So... Und ich brauche natürlich auch noch Kerzen hier. Ne? Die könnte ich mir mal... So, ich mache mir mal eben alles leer. So. Und save mir das nochmal. Hier muss dann natürlich erstmal eine Kerze hin. Ne, ich wollte eigentlich gerne irgendwo hier so einen kleinen Counter machen, wo man sich dann anmelden kann. Aber das ist natürlich schwer. Ich glaube, ich mache den hier so hin. So einen kleinen um die Ecke. Table suchen wir dafür mal. Hier ist ja alles aus Spruce. So gut wie alles. Deshalb nehme ich hier auch dann den Spruce Table. Ich sag mal so hier. Gibt es eine Cache oder Register heißt das Ding? Register. Nee. Wie heißt denn eine Kasse nochmal? Ich habe keine Ahnung. Schauen wir doch einfach mal hier rein, ob hier irgendwie vielleicht sowas bei ist. Living Room. Office. Gibt es hier nicht irgendwas, was dann so passt? Irgendwie nicht so, ne? Oder ich mache die hier so, glaube ich. Oh. Damit man auch sieht, dass das hier so eine kleine Rezeption ist, baue ich das so hier auf. Was ist das denn eigentlich für ein Ding hier? Credenza. Credenza. Gibt es nur die beiden? Okay, aber dürfte eigentlich ja jetzt nicht so das Problem sein. Das machen wir hier hin und hier unten ist es dann halt so getrennt. Und hier oben machen wir das genauso. So, und dann hier so einen einfach hin. Ne, das sieht komisch aus. Vielleicht doch den dahin. Ja, das geht von innen. Dann ist hier so die Bedienung, ne? Soll ich hier noch eine kleine Tür reinmachen? Nee. Machen wir nicht. So. Das machen wir mal ganz zu. Muss man ja nicht unbedingt sehen. Und hier sind dann quasi so die ganzen Zimmer. Und die muss ich... Ach nee, Quatsch. Hier ist der direkte Zugang zu der Kneipe dann später. Ja, zu dem riesigen Wirtshaus, was hier reinkommt. Mit richtig vielen Plätzen. Ja, und hier ist dann quasi... Oh, schade. Kann ich hier nicht irgendwann hinmachen? Nee. Ich mache jetzt erstmal hier eine rein. Aber hier könnte ich natürlich auch so Kerzen hinstellen.
So, oder vielleicht mal sowas hier mit einer schwarzen Kerze drin. So, dann hat man hier mal so ein bisschen Licht, ne? Und hier müssen natürlich, aber hier stößt man sich an den Dingern. Das gefällt mir nicht so ganz. Was gibt's denn noch so für Torches? Gibt's hier nicht noch andere? Torch Cover. Es gibt nur noch die hier, die ich dann hier so oben anbringen könnte. Das finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. So, hier brauchen ja nur zwei hin. Machen wir hier drin diese Torches. Die können sich natürlich auch nicht so geile Torches wie der Herrscher leisten, ne? Also ich. So, ich mache das aber hier doch über den Zimmern. Irgendwie gefällt mir das besser. So, dann weiß man immer direkt, wo Zimmer sind. Letzte Fackel, ne, ist dein Zimmer, du Opfer. So, hier mache ich das Fenster aber so. Was ist hier? Hier kommt natürlich kein Fenster rein, ne, wenn man will ja nicht da auf den hässlichen, auf die hässlichen Stufen gucken, oder jeder reingucken kann hier in das schöne gemietete Zimmer im Gasthaus, ne. So, das ballern wir erstmal weg hier. Da hier muss überall noch dieses Holz hin. Finde ich ganz gut, dass das so ein bisschen gescheckt ist und nicht ganz so glatt. So, das hätten wir. Hier fehlt noch der Boden. Und das sind natürlich nur ganz kleine Zimmer, ne? Hier kommt ein Bett rein und das war dann auch so ungefähr. Vielleicht noch ein Stuhl. Müssen wir mal gucken, wie wir das aufteilen können hier, die 3x3 Zimmerchen. So, das sind dann so Zimmer. Hier geht es eine Treppenstufe runter. Und eigentlich muss ich das hier noch einen größer machen. Und hier noch überall Wand einziehen. Das mache ich mal eben. So, zack, zack. Die sollen ja die gleiche Größe haben, ne? Also, die sind auch ein bisschen größer, weil halt eine Treppe drin ist, ne? Also, da bin ich ja schon ein fairer Betreiber hier, sag ich mal. So, das machen wir zu. Hier kommt die Treppe rein. Machen wir mal so. So, und hier auf dem Boden kommt dann natürlich wieder der gute Spruce-Boden, ne? Ist zwar günstig bei Ikea, das Spruce-Laminat. Deshalb kommt das hier auch überall rein. So, zack. Ach, das brauche ich doch gar nicht. Hier kommt doch der Boden eh hin. So. Aber diese Räume hier haben natürlich keine Fenster, ne? Da muss man sich von verabschieden, von dem Gedanken. So, machen wir das doch so. Hier brauche ich noch eine Tür. Komm, die hier. Dankeschön. So, hier kommt eine Tür rein. Hier schon mal, kann ich schon mal alle setzen. Und dann kann ich eigentlich direkt das hier fertig machen, ne? Oh ne, das ist aber natürlich ein bisschen sehr niedrig. Deshalb, hier gibt es auch eine Treppe dabei. Und hier nehme ich jetzt den Excavator. Und irgendwo ist hier ein Rind, was hier rumrührt. Also, ne, Quatsch, nicht ein Rind, sondern so ein Reh müsste das eigentlich sein. So, das Zimmer haben wir auch gleich fertig. Natürlich schon sehr spezielle Kellerzimmer, ne? Wenn man jemanden nicht schreien hören will, dann geht man mit dem hier rein, ne? So, hier machen wir, ballern wir das hin. So, zack, zack. Und hier machen wir dann aber auch einen schöneren Treppenabgang, als nur so komisch da, so in der Ecke. Ne, kommt man hier so runter, da ist das Zimmer. So. Jeweils eine Fackel rein. Wie sieht's denn hier aus? Ist hier schon eine Fackel? Ach, hier war eine. Ja, dann lasse ich die doch hier neben der Tür einfach. Gib nur an der Tür Fackeln. So, ist Corporate Design hier. So, gib nur eine in der Tür. Okay, was haben wir hier noch? Habe ich hier schon eine Fackel drin? Nein, hier gibt's die hier hin. Und hier bin ich natürlich draußen dann irgendwo, ne? Aber gut, hier kommt eh das Fundament von einem anderen Haus hin. Das kriegt dann halt keinen Keller. So, zack, 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 zack. Und dann ist das Haus hier auch schon fertig. Und ich teste mal gerade hier unten im Keller, wie das aussieht, wenn man es so baut. Finde ich eigentlich ganz gut. Ja, finde ich gut. Und ich glaube sogar, ich mache hier aus dem ein so ein Doppelzimmer. Ich mache das hier zu. Das hier weg. Dann kann man hier vielleicht einmal ein großes Zimmer mieten, wenn man darauf Bock hat, ne? So, mit getrenntem Wohn- und Schlafbereich, ne? So, du musst natürlich da... Ach ne, Quatsch. So, da ist ja ein bisschen... Hier könnte ich ja vielleicht so ein bisschen luxuriöseres Zimmer reinmachen. Was haben wir denn hier so an Wood noch so schickes? Vielleicht so ein bisschen... Ist das hier Spruce? Ne, das ist jetzt Oak, aber... Ich guck grad mal, wie das aussieht, wenn man hier so... quasi das hier reinbaut. So... Sieht augenkrebsmäßig aus. Dann gucke ich nochmal Spruce. Gucken, was es da noch so Schönes gibt. Was haben wir denn hier? Sowas hier vielleicht. Das könnte doch geil aussehen. Ja, so machen wir das auch. Zack, dann kann hier irgendwo das Bett in der Ecke, dann noch so ein Schrank oder so hin. Dann hat man hier so ein
Luxus-Apartment, ne? So ein richtig großes. Okay, hier ist dann zu. Hier ist ein Raum drin. Da geht's zur Schenke. Okay, dann kann ich mich ja jetzt eigentlich dem nächsten hier widmen. Und ich gehe mit euch mal hier hoch. Weil hier gibt's natürlich auch noch eine zweite Etage. Und hier lasse ich mal die Treppen offen. Geht das so? Ja, das geht so. Zack, ist halt ein kleines Haus, ne? Da ist halt alles eng. Und das machen wir noch zu. Dann sieht das Ganze auch besser aus hier. So vielleicht, damit man die Treppe hier durchsehen kann. Ne, so ein so ein Ding reicht auch. So, hier habe ich dann das. Hier kann eigentlich noch ein Fenster rein. Gehen wir mal hier rüber. Hier kommt noch ein großes Fenster rein zum Marktplatz hin. Und hier kommen dann auch noch zwei Fenster rein jeweils. So hat man einen schönen Ausblick von hier auf das ganze geile Haus. Ne? Auf die ganze geile Stadt später. So, was für ein Glas nehme ich denn mal? Entweder Glas oder so Bars. Das habe ich oben verwendet. Wie wäre es denn mit dem in Kombination mit noch was anderem? Geht das? Ah, ne. Ich habe keine Dreierfenster, ne? So? Ne, das gefällt mir schon mal auf jeden Fall gar nicht. Dann gucken wir doch mal. Was haben wir noch hier? Sowas? Ne. Vielleicht sowas? Glass Pane? Gucken wir mal, wie das aussieht. Ne, das sieht scheiße aus, weil das quer da drin hängt. Also das geht schon mal gar nicht, ne? Was haben wir denn hier? Hier haben wir doch schöne. Da machen wir doch hier sowas rein. Stained Glass Pane. Aber warum macht der das so? Kann ich das vielleicht mit der Wrench ändern? Das probiere ich mal aus, wenn das jetzt geht, ne? Ne, das geht schon mal nicht. Geht das denn mit dem normalen Glas? Oder ist das hier irgendwie so ein Scheiß-Mod, der das macht? Oder es kann sein, dass das wegen diesen Skystone-Blocks nicht geht, ne? Probier mal eben was aus. Nur mal so aus Spaß, ne? Glass. Ach, ich hab's ja noch hier. Ja, es geht nämlich wegen den Skystone-Blöcken nicht. Ja, scheiße, da muss ich da ja schon auf jeden Fall, entweder die Skystone-Blöcke ersetzen durch irgendwas anderes. Bricks. Was haben wir denn so an schönen Bricks? Was wird denn da noch passen zu dem Haus? Vielleicht eher hier sowas. Nee, das ist scheiße. Das passt farblich aber nicht dazu. So, wie ist das denn hier unten? Passt das hier? Weil da sind ja auch so Skystone Bricks. Ich konnte ja eigentlich irgendeins nehmen, ne? Ja, mit denen geht das nämlich auch nicht. Ja, geil. Ja, dann muss ich wohl doch normale Scheiben nehmen, so dicke. Ist aber auch nicht schlimm. So, schauen wir doch mal. Was könnten wir denn mal nehmen? Vielleicht sowas hier, was Grobes? Hm, was verbindet sich natürlich nicht, weil dieser Dingens da ist, ne, immer noch. Wie geht das hier mit dem normalen Glasspane? Ach, guck mal, damit geht's auf einmal, weil die sind ja eigentlich Spruce. So, dann machen wir es da draus. Ich weiß nicht, ich bin mir gerade echt so ein bisschen unschlüssig. Vielleicht auch so weiß gestaintem Glas oder schwarz gestaintem. Mir gefällt einfach dieser Rahmen davon nicht. Den finde ich voll hässlich. Was ist mit sowas hier? Sind da normale Glasdinger? Also, da tue ich mich gerade ein bisschen schwer. Ich glaube, das mit dem Glas entscheide ich einfach später mal. So, oder Bars natürlich, wie gesagt, ne? Hier, da gibt es ja auch schöne. Hier entweder so dunkle, die probieren wir mal aus. Oder so verschlüngelte oder sowas. Aber die sind wahrscheinlich wieder genauso hier, ne? Ja, war klar. Ja, das ist schon mal scheiße. Wenn das so ist, ja, die könnte man machen. Aber das sieht natürlich so ein bisschen knastmäßig aus, ey. Bars. Gibt es da nicht irgendwelche sexy, sexy Superbars, die auch schön aussehen so? Vielleicht hier sowas? Nee. Das ist natürlich schlecht, ne? Oder ich mach so, dass ich nur das in der Mitte austausche. Grey, was haben wir denn an Grey? Grey Stained Clay. Versuchen wir mal, wie das aussieht. Wenn ich jetzt das hier austausche. Das gefällt mir nicht. Ja, tja, da werde ich mir wohl mal bis zum nächsten Mal was einfallen lassen müssen, ne? Und dann wird dieser awesome Gasthof auch in völlig neuem Glanz erscheinen, glaube ich, ne? Also Leute, bis dahin, haut rein, lasst ein Like da. Tschüss.